Hi ihr Lieben, natürlich gehöre ich jetzt nicht zum Team Krolopp und Gerst. Trotzdem habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe mir diese Baseballkappe in limitierter Auflage geholt. Denn ich war am Donnerstag im Kino in Osnabrück, habe dann Destination Namibia mir angesehen. Ja, mit Marc Gerst und Martin Krolopp. Und wenn man die beiden schon mal zusammen auf der Bühne hat, ja, dann frage ich natürlich gleich nach einem Interview und das haben sie natürlich zugesagt und das werdet ihr natürlich gleich sehen. Ganz am Ende, nach dem Interview, erzähle ich auch ein bisschen, wie ich diese 3 Stunden oder fast 3,5 Stunden ja, multimediale Show erlebt habe und ob das vielleicht auch was für euch ist. Wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht's los. Mal ganz kurz. Mir klebt noch Popcorn zwischen den Zähnen. Nicht als Krone drüber gelegt? Ja, doch, ja, so ganz genau im Gaumen oben. Gut. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ja, lange ist es her, dass ich mal wieder ein Interview machen durfte und heute freut es mich ganz besonders, ein Dreamteam von YouTube begrüßen zu können. Hier an meiner Seite Martin Krolopp. Und endlich mal live dabei, zu sehen für mich, Marc Gerst. Schön, schön, dass ihr hier seid. Ich habe mir ein ganz paar Fragen aufgeschrieben, denn hier ist gleich Destination Namibia. Ihr habt eingeladen, eine große Kinotour und ja, heute in meiner kleinen Stadt Osnabrück. Und dann werde ich diesen Abend gleich genießen. Und die Kameras packe ich dann auch natürlich alles weg. Ich möchte mich einfach mal zurücklehnen, andere mal arbeiten lassen. Das ist auch was Schönes. So, ein paar Fragen habe ich aufgeschrieben hier, eben ganz, ganz kurz. Wie groß ist euer Team? Ich habe jetzt schon ein paar Leute kennengelernt, die jetzt bei Namibia dabei waren, direkt. Also Namibia sind im Grunde genommen nur Thilo und Thomas mit uns beiden beteiligt. Mit euch beiden, ja. Und wie groß ist euer Team, was noch zu Hause so mithilft? Wer Telefonistin oder... Telefonistin wäre schön, hätten wir eine Telefonistin. Das ja, ich habe da mal angerufen, da war eine junge Dame am Telefon. Die macht aber auch noch andere Sachen. Ja, so grob überschlagen, hier war, lief ja noch ein Helfer rum, der isst sich gerade den Popcorn hier. Wie viel so insgesamt helfen euch auch ehrenamtlich? Es gibt wahrscheinlich viele Leute bei euch, die... Haben, aktuell haben wir 6 plus 1 Angestellte. Boah, das ist ja schon ein Unternehmen. Plus uns. Plus also, beide. Ja, plus ja, gut. Aber die müssen ja alle verdienen, ne? Die müssen alle Geld verdienen, ne? Das ist ja wichtig. Ja, hoffentlich. Wer macht diesen schönen Videoschnitt immer für Destination? Das würde mich mal. Ich tippe mal auf Thilo. Nein. Das ist, also es ist jedes Mal anders. Bei Namibia war es Thomas. Aha. Komplett. Also Thomas hat komplett das Ganze gemacht. Gut. Und wer war das bei Neuseeland? Da war es Thilo. Da war es denn Thilo. Aber man muss Thilo ein bisschen in Schutz nehmen, weil jetzt im Grunde genommen Namibia ist schon sehr viel schöner, sehr viel ästhetischer, sehr viel epischer geworden. Liegt jetzt aber nicht daran, dass Thilo nur den Schnitt gemacht hat, sondern liegt, dass wir bei Destination Neuseeland natürlich noch sehr viele Aufnahmefehler gemacht hatten. Wir hatten einen Praktikanten dabei, der ja bei Namibia auch nicht mehr dabei war. Also es war alles auf sehr viel vorsichtiger Sparflamme gefahren. Ja. Ja gut, mit jedem Mal lernt man ja auch mehr und weiß es dann ja auch, ne? Gut. Was habe ich? Ich habe meine Brille nicht auf. Ich werde älter hier, ne? Kannst du das gerade lesen? Kann man mit dem Konzept Destination irgendwie Geld verdienen? Genau. Ich frage mal denjenigen, der am meisten immer meckert, wenn du so viel Geld ausgibst. ihr sagt ja immer teilfinanziert von Nikon zum Beispiel. Genau. Aber selbst teilfinanziert, ihr fahrt mit 4, fliegt mit 4 Leuten hin, das muss vorbereitet werden, das muss bezahlt werden. Genau. Klar macht ihr jetzt eine Kinotour, ihr werdet vielleicht auch ein bisschen bei YouTube ein paar Taschengeldeinnahmen haben, aber lohnt sich das? Nein, das, also in Summe lohnt es sich nicht. Es, ja, keine Ahnung, es gibt so eine schwarze Null irgendwie. Es ist jetzt kein Riesenverlustgeschäft, aber man wird auch nicht reich damit. Ja. Aber das ist uns auch jetzt bei dem Projekt, ist uns das eigentlich egal, weil das ist kein Projekt, was, also es war im Vorfeld schon klar für uns, dass das nichts zum Geld verdienen wird. Mhm. Wir haben da Spaß dran, wir haben Lust drauf und dafür muss man dann den einen oder anderen Job eben mehr machen. Mhm, das stimmt. Also das klingt jetzt so wie bei, also da habe ich so ein bisschen Problem, Marc, Einspruch, weil das klingt jetzt oft so wie, ich glaube, das hört man in der Kreativbranche so oft, wenn Leute sagen, ja, das ist ein schwarzes Nullgeschäft oder sowas. Das ist, glaube ich, so eine Ausrede. Also für uns rentiert sich das sehr, sehr, sehr stark.
weil wir viele Kunden dadurch gewinnen, die dann andere Produktionen bei uns machen lassen. Also man mag es nicht glauben, aber gerade im Kreativsektor, im Marketingbereich sind die Leute ja alle ein bisschen Fotografie- und kreativitätsaffin. Mhm. Und ein Marketingmanager ein von der Agentur oder also all die Leute, die nachher auch die Fotografen buchen, die gucken auch sowas gerne an. Ja. Also jetzt nicht alle, aber wir haben sehr viele Kunden dadurch auch gewonnen, die gesagt haben, boah, coole Sache, dass ihr das aufzieht. Ja. Und also verdient ihr nicht direkt an dem Projekt, sondern mehr an dem, nenne ich jetzt mal Rattenschwanz. Genau. Oder? Genau. Ja. Das ist halt auch ein Standing, was man dadurch entwickelt. Ich meine, jetzt Neuseeland war wirklich Sparflamme. Wir haben wirklich erstmal geguckt. Aber Namibia, würde ich jetzt sagen, lässt sich auch allein schon von der Qualität, ich glaube, wir von der Qualität der Aufnahmen, von der Ästhetik, von dem Storytelling, was wir alles selber machen, ist es schon so ein Level, wo dann potenzielle Kunden sagen, boah, cool, wenn die das sogar in Eigenregie ohne Fremdfinanzierung hinbekommen, was können die Jungs erst machen, wenn wir ihnen Budget geben? Genau. Ja, das hier. Dann bin ich aber gespannt, was denn bei euch sich daraus noch so alles entwickelt. Nächste, ne? Frage. So. Mag jetzt auch in anderen Beiträgen auftauchen. Ja, genau. Bestimmt nicht. Also nach wie vor bist du nicht geboren als Rampensau, genau. So wie der Typ gerade hinter mir, genau. Sondern das ist so dein Limit, das machst du gerne. Man merkt das ja auch jetzt, mein Sprechanteil ist 20-25% ungefähr, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir wissen, dass Martin das eben besser kann und ich dafür eben andere Sachen besser kann und deswegen Destination ist wirklich die Ausnahme. Ja. Wobei ich finde, du hast eine unheimlich schöne, ruhige, rauchige Stimme, weißt du, viel besser manchmal und ich finde gerade, wenn es jetzt nicht vor der Kamera ist, sondern ihr dann Geschichten erzählt, so moderiert so eure Bilder, also top. Also. Okay, vielen Dank, aber nein, kann mich keiner dazu sagen. Das macht der Alkohol und die Zigaretten und alles an 10, 20 Lebensjahren mehr Verbrauchtheit. Die macht so eine geile Rauchstimme. Stimme. Gut, versuchen wir nochmal, ob ich das legen kann. Gab es in Namibia oder in Neuseeland Momente purer Angst? Mal ausgenommen deiner Flugangst. Ne? Gab es Momente, wo ihr sagt, oh Gott, hoffentlich komme ich da wieder raus? Ja, da gab es im Prinzip einige. Also das geht los von wirklich feststecken im Sand, irgendwo ganz tief in der Wildnis drin. Also wirklich da. Also auch kein Baum mit einer Seilwinde, wo man hätte sich selber rausziehen können. Nein. Also das war wirklich so eine kritische Situation, denke ich mal. Skorpion. Wollte ich gerade fragen. Der kam mal nachts vorbei und wir alle barfuß natürlich. Ab dem Moment dann nicht mehr. Dann nachts unterwegs draußen, überall Leoparden, Raubkatzen, ist auch nicht zu unterschätzen. Wart ihr denn immer, ich hatte so mitbekommen, bis jetzt habe ich ja nur bis 5 geguckt, aber da habt ihr immer Ziele angefahren, dass ihr da übernachtet oder habt ihr wirklich da oben in diesem, in eurem Geländefahrzeug übernachtet auch? Also eigentlich auch schon die ersten Tage. Der Punkt, also Namibia teilt sich so auf in zwei große Blöcke. So, das ist der eine Part, der eher touristisch ist, also so die Punkte abklappern, die jeder abklappert. Und dann gibt es noch einen Part, wo wir wirklich dann Richtung Angola ins Kaokofeld Damaraland gefahren sind. Mhm. Und da wussten wir gar nicht, wo wir, also da gibt es keine Lodges, gar nichts mehr. Gut. Also. Und wo verrichtet man dann da sein Geschäft? Ich meine. Ja, das kommt auch in auch angucken in Destination Namibia. Ich glaube Folge 8 oder 9, da muss Thilo ganz dringend mitten in der Wüste. Aber die Tiere riechen das doch. Das ist doch. Ja, also ich meine, wir können das auch schlecht einschätzen. Wie gefährlich sind die Tiere jetzt wirklich? Also für uns als Europäer ist natürlich ein Leopard, ein Löwe, ein Elefant erstmal gefährlich. Mhm. Wir haben versucht, jetzt nicht nachts irgendwie wild rumzulaufen, aber wir haben draußen gezeltet. Und inwieweit die jetzt nachts zu uns rangekommen sind, ans Zelt oder so, wollen wir eigentlich auch gar nicht wissen. Man muss bedenken, also das hört sich manchmal aus, als ob wir da irgendwie, keine Ahnung, die Welteroberer wären und da ein neues Land entdeckt hätten. Also das ist immer noch, das ist immer noch ein sehr touristisches Land, wo viele Leute hinreisen. Man kann da ein paar Sachen machen, die weniger gefährlich sind. Man Aber auch Touristen sterben da, oder? Ja. Also ein paar pro Jahr sind es eigentlich in Namibia. Also wirklich so, letztes ist wieder einer angefallen worden von einem Leoparden. Dann viele kommen einfach auf der Straße, Müdigkeit. Gerade viele ältere Leute, die dorthin fahren, die kommen dann von der Straße ab, weil sie ermüdet werden von 8 Stunden lang geradeaus fahren. So. Ihr wart aber nicht das erste Mal da. Ihr wart ja
auch schon einmal da, ne? Ja. Genau, deswegen wisst ihr ja, was euch so grob erwartet von den Pisten und den Straßen her, ne? Wer plant das Ganze? Setzt ihr euch zusammen und sagen, ja, das machen wir? Oder wer macht das alles? Wer setzt sich stundenlang ins Büro, ruft an, reserviert und? Wer macht sowas? Es ist unterschiedlich. Jetzt Namibia habe ich relativ viel organisiert, aber jetzt... Thomas hat die offiziellen Sachen wie Drohnengenehmigungen oder Visa und alles Mögliche, das hat... Es müssen mehrere machen, weil einer allein schafft es gar nicht. Oh, das ist ja eine Mods-Aufgabe, ne? Ja. Steht schon ein nächstes Thema für Destination an? Ja, wir waren ja schon. Wir waren dieses Jahr schon wieder für Destination weg. Schottland. Das ist nicht ganz so mit gefährlichen Tieren, oder? Nein. Also wir haben uns auch absichtlich mal... Neuseeland war irrsinnig weit weg. Namibia ist auch jetzt gerade kein Schnäppchen für Urlauber. Und wir wollten einfach auch mal was machen und... ein Land einpeilen, wo man wirklich im Idealfall ins Auto steigen kann und über die Fähre da hochfahren kann. Ja. Wenn mal alles schief geht, dann kann man auch mal kurz wieder nach Hause fahren. So ungefähr, ja. Genau. Und das Bier schmeckt da besser und ist kalt wahrscheinlich, ne? So, was haben wir denn? Oh, wir sind... Gibt es schon... Achso, was sind denn bei dieser Reise die unangenehmsten Dinge überhaupt gewesen für euch? Unangenehme Dinge, ja. Es ist... wir sind zu viert in einem kleinen Jeep. Wir haben ein kleines Zelt. Also Intimsphäre ist gleich null. Ja. Hygiene ist auch teilweise schwierig. Ja. Es gibt nicht immer Duschen. Da muss man sich schon riechen können. Da muss man sich schon, ja, irgendwann riecht man gar nichts mehr zum Glück. Das sind so die wichtigsten oder schwierigsten Dinge, finde ich. Ja. Und Essen? Ja, für uns beide kein Problem. Die anderen beiden sind Vegetarier. Da war Namibia definitiv das falsche Land. Ja. Wird auch heute Abend noch ein Thema sein. Ja, das ist sehr lustig. Ich werde dann hoffentlich auch dazu kommen, noch ein paar Fragen zu stellen darüber. Ne? So, was haben wir denn jetzt noch? Gibt es zwischen euch mal richtig Stress, Streit auf dieser Reise? Klar. Und wer ist dann die Diva? Also ich würde sagen, das ist sehr... Also, Nummer eins, dafür, dass wir vier Leute, die eigentlich in einem Betrieb arbeiten, auf so engem Raum unterwegs sind, gibt es eigentlich de facto keinen Streit. Das, was es gibt, das sind so die wirklich ganz minimalen Zickigkeiten. Und da hat jeder so ein eigenes, also ich werde zum Beispiel meistens sehr unhöflich. Thilo wird einfach nur unfassbar beleidigt. Also der hat jeder so eine eigene, also ich werde grantig. Und werde einfach so, bei mir merkt man es satirisch, bei Thilo muss ich immer so nachfragen, so, Thilo? Alles okay. Alles okay. Und erst nach so einem Tag sagen, nee, ist nicht alles okay. Also so ein bisschen, und Marc ist so, der wird dann einfach unlustig zum Beispiel. Also der macht dann keine Witze mehr und der. Ach, du machst sonst den ganzen Tag Witze und wenn du nichts mehr sagst, dann ist es bei grenzwertig. Ja, dann bin ich auch irgendwann am Limit, aber... das ist alles noch wirklich in einem Rahmen. Also wir kennen uns so lange und verstehen uns so gut, dass das, also ich würde es gar nicht mal Streit nennen. Es sind einfach Kleinigkeiten, die einfach dann unter so Bedingungen einfach mal rausplatzen. Das ist, und das Schöne ist aber, dass wir uns auch relativ schnell wieder dann irgendwie einrenken können, weil da kennt man sich zu gut und zu lange und dann weiß man, okay, heute ist bei dem mal die Sicherung so ein bisschen raus, morgen ist es bei mir und von daher ist das alles wirklich im Rahmen. Das ist schön. Ja, gut, dass es so ein schönes Team ist. Gerade, wenn ich mit ein paar Leuten losziehen würde, wir können ein paar Stunden gut verbringen. Aber ich glaube, Wochen, das wird... Das ist schon vier Wochen. Ja, gut. Euer YouTube-Kanal seit 2008, inzwischen fast 61.000 Abonnenten. Ich gönne euch eigentlich viel, viel mehr für die Leistung, die ihr bringt. Der am meisten angeschaute Beitrag ist dieser Crashkurs Fotografie. 350.000 Leute haben sich das inzwischen reingepfiffen. Hammer. Wenn ihr das verkaufen würdet, wäret ihr jetzt schon reich. Oder nicht. Oder auch nicht, weil es wahrscheinlich umsonst ist dann. Ne? Was mich immer noch fasziniert, ist diese Objektivreihe, die er da ins Leben gerufen hat mit den Anders Uscholt. Ja. Zweiter Teil habe ich noch nicht geschafft, komplett zu Ende. Ich weiß, es ist ein bisschen her, aber das wird ja immer nerdiger. Ja. Wird es vielleicht noch einen dritten Teil geben oder vielleicht bezogen auf Kameras mehr oder so? Also wir haben das Wort von Anders, dass er da Interesse hat. Wir müssen so ein bisschen die Euronen zusammensammeln, um ihn da auch zu bezahlen. Mhm. Aber er hat schon super viele Themen vorbereitet. Er hat radioaktive Objektive.
Das ist wieder mal viel zu hoch für mich, aber schaut euch die Objektivreihe bei Krolab und Gerst an. Ja, danke. Auf jeden Fall. Also da freut mich drauf. Mal wieder, dass das auch nicht stimmt. So, was habe ich hier auch noch? Was ist mit eurem Shop? Ah ja, ihr habt ja auch einen Shop. Ja. Ja? Ja. Jetzt ist ja Weihnachten, ne? Mhm. Was ist so euer Top-Angebot, wo ihr sagt, komm hier, das müsst ihr eurem Mann, eurer Frau oder der eurem Fotografenfreund unbedingt schenken? Also wir haben jetzt relativ neue Sachen. Wir haben unsere Kappen zum Beispiel und haben, also so ein bisschen Merchandising haben wir jetzt das erste Mal. Habt ihr auch diese Baseballkappe? Ja. Genau. Ja, die kaufe ich heute auf jeden Fall. Die will ich haben. In diesem Braunton will ich die unbedingt. Man muss unterscheiden, so diese Cappy mit unserem Logo drauf, die hatten wir eigentlich, also bei uns gab es ja nie irgendwie Logos als Merchandising und wir hatten da immer gesagt, so wenn man im Team bei uns angestellt ist, arbeitet, dann kann man sowas tragen, so für Externe wollten wir es nie. Jetzt haben wir eine Reihe sozusagen aufgelegt, aber auch nur, was haben wir gemacht, 100 Stück oder sowas, ne? Und die meisten haben wir jetzt ins Kino mitgenommen für Leute, die uns wirklich auch persönlich kennen und wo wir auch sagen, okay, wenn der sie trägt, dann juckt es mich ehrlich gesagt nicht so, das freut mich. So, ich möchte jetzt nicht, dass da reihenweise Leute mit unserem Logo rumrennen, das wäre mir sogar etwas unangenehm. Nee, ich finde es geil, das Logo auch noch gut aussieht, ne? Und auch die Farben für Namibia. Waren das jetzt Farben extra für Namibia ausgesucht für die Sachen? Die Caps haben wir wirklich für Namibia gemacht und auch mit der Kleidung und wir haben auch andere für Schottland. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, wenn Schottland dran ist. Das Interview ist jetzt beendet. Ihr müsst euch noch ein bisschen vorbereiten, denn gleich geht der große Kinoabend hier los. Ich packe die Kameras ein, lehne mich zurück und werde natürlich auch den Abend genießen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Martin, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt für das Interview. Ja, und ich sage wie immer, ich wünsche euch eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Ja, erst einmal vielen Dank für die beiden, für das Interview vorab. Und ich muss sagen, ich war mehr als positiv überrascht. Eine ganz, ganz tolle Show mit viel Erzählung, mit tollen Bildern, mit tollen Videosequenzen. Und das, was man von YouTube kennt über Destination Namibia, wird natürlich da auch ein bisschen aufgegriffen, aber mit viel mehr Hintergrundwissen, mit vielen Szenen, die nur der Kinobesucher sieht. Und das waren immer kurze Sequenzen, die gezeigt worden sind, also natürlich auch vollstes Kinoerlebnis. Und zwischendurch wurde das Licht dann immer angemacht und man hatte die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen. Wie ist das gelaufen und waren da schlimme Situationen dabei oder gefährliche Situationen dabei? Das wurde natürlich alles hervorragend erklärt, gut erzählt. Schön fand ich natürlich auch, dass die beiden anderen Kollegen mit dabei waren, die wurden auch mit eingeladen, das war der Thomas und der Thilo, die haben zwischendurch auch mehr erzählt. Also es waren nicht nur die beiden Chefs auf der Bühne, sondern wie gesagt, Thilo und Thomas saßen auch nebenbei und haben dann natürlich auch ein bisschen drüber erzählt. Ich muss sagen, was ich da gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, dass es bei Destination Schottland, denn das wurde schon vorangekündigt, zumindest bei YouTube, dass sie da auch wieder eine Kinotour machen. Und ich glaube, ich werde diesmal dann auch wieder, wenn ich die Zeit finde, auf jeden Fall dabei sein. Also, wer auf die beiden steht, Krolab und Gerst, auf jeden Fall eine Top-Empfehlung von mir. Wenn es wieder eine Kinotour gibt, dann seid dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch nochmal eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.